Komm, Zeit läuft, 10 Sekunden, komm. Was geht ab, meine Freunde? Schön, dass ihr wieder da seid und herzlich willkommen zu Ringlifes ersten Folge von Klatsch mich, wenn du kannst. Klatsch mich, wenn du kannst, was ist das? Ganz einfach, ich habe diese brandneuen Boxhandschuhe mit mir dabei. Lauf jetzt durch die Erlanger Innenstadt. Ja, meine City Erlangen gehört mir. Auf meine Stadt, mein Bezirk. Bin hier gerade in meinem Vorgarten. Such mir jetzt irgendwelche Leute aus, drück ihnen diese Handschuhe in die Hand plus 30 Sekunden Zeit und die dürfen mir dann ins Gesicht schlagen. Ja, die müssen also versuchen, mir 30 Sekunden lang ins Gesicht zu schlagen. Ich darf nur ausweichen, blocken, meiden, dies, das, Ananas. Ich darf auf gar keinen Fall zurückschlagen, sonst gibt es die nächste Folge von Ring Life frisch aus dem Knast. Das wollen wir auf jeden Fall nicht. Tja, was noch? Tja, ich hoffe natürlich, dass ich jetzt hier ein paar Leute finde, die Bock haben mitzumachen und nicht den derbsten Stock im Arsch haben. Ansonsten Notfallplan. Suche ich mir irgendwelche Hardcore-Kennex, ja, die Kennex haben immer Bock, irgendjemanden zu schlagen. Und natürlich, ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht irgendwie einen Undercover-Bruce Lee oder so über den Weg laufe, der mich in meinem eigenen Video ausnockt. Ansonsten würde ich mal sagen, Kameramann, lass mal loslegen, oder? Lass knacken. Suchen wir uns mal die ersten Leute. Jo. Hast du aufgenommen? Ja. Wir haben den ersten Teilnehmer dabei. Wie heißt du? Ibrahim. Stabil, der Erste, der mitgemacht hat, alle anderen hatten keine Eier. So, hört die Handschuhe an. Legen wir los. Warte, warte auf die Timer. Okay. Aber polier mir bitte nicht zu sehr die Fresse. Seid ihr bereit? Immer bist du weiter weg, dass man es anständig sieht. Okay. Eins, zwei, drei. Aua, erster Treffer. Ich glaube, die ganzen Jungen sind schon vorbei. Nein, nein. Okay, Zeit ist um. Stabil war, gut gemacht. Sehr gut, zwei Treffer hat er gelandet. Gut gemacht, schnell der Kleine. Was sagst du zu deiner Niederlage? Boah, ich hab voll aufs Maul bekommen. Willst du dein Instagram sagen? Dass nicht die Polizei kommt? Nein. Ja. Ivo361. Egal, die Kamera hat's verstanden. Willst du auch nochmal? Nee. Willst du nicht mehr? Ja, danke, Mann. Ich bin nämlich schon tot, Alter. Ich bin voll müde. Okay, danke, Jungs. Danke, ja. Jungs. Vorbereitung, jetzt. Junge. Hast du schon Angst, Edmund? Passt, ich scheiß mir schon die Hose. Timer an, ja. Warte kurz, warte kurz. Aber halt mal Abstand. Ja, warte. Halt Abstand. Zeig sie mir einfach, wann es fertig macht. Ich sag dir, wann es losgeht. Wir sagen gleich. Also. Ist zu nah dran, halt mir Abstand. Man warte. Ja, aber. Stopp. Und los. Schlag drauf. Komm, links, rechts. Gut gemacht. Danke. Also danke nochmal. Danke fürs Mitmachen. Hast du Instagram, willst du dein Instagram sagen? Ja, h-187. Oh, 187. Ja, unterstrich 187, folgt dem Jungen, stabile Schläge. Okay. Nächstes Mal trifft er. Ja. Okay. Will noch jemand von euch? Habt ihr auch was? Ja? Okay. Stabil, danke. Danke. Haut rein, Jungs. So, Jungs, nicht vergessen, immer schön spritzig bleiben, ne? Und Wasser trinken. Warte, Marke abdecken. Kein Product Placement oder was? Ja, weg von dem Zucker- und Alkoholzeug. Haram. Auf der Jagd nach dem Nächsten, der mir die Fresse polieren möchte. Sollte eigentlich gar nicht so schwer sein, weil ich glaube, voll viele Leute mögen mich nicht. Oder mein Gesicht gefällt ihnen nicht. Aber die haben irgendwie alle Angst. Ich weiß auch nicht wieso. Ich glaube, das liegt am Kameramann. Sieht aus wie so ein Taliban hinten. Okay, ich suche mal weiter. Okay, ciao. Also. So, wir sind mitten in der Fußgängerzone, das ist ein bisschen schwierig. Ja, wir machen mittendrin hier. Ist übrigens ein alter Kollege von mir. Ja, hat auch ein bisschen geboxt früher, deswegen, Leute, ich suche mir jetzt hier nicht irgendwelche Lappen aus, ne? Keine Sorge. Ich quatsch so viele Leute wie möglich an, aber die meisten haben halt einfach keinen Bock da mitzumachen. Die haben Angst irgendwie von mir.
Solange du nicht zurückschickst, passt. Ich mach gar nichts zurück. Okay, pass auf. Scheiße, warte mal. Stabilster Friseurladen in Erlangen, ja? Pinker. Bester ja. Friseur ist der Amar. Okay. Ich schätze mich. Timer geht los. Warte. Timer 30 Sekunden. Einfach mit. Eins, zwei, los geht's. Fahr, ja, ja, komm. So. Komm, Yusuf, komm. Links, rechts. Zeit ist um. Zwei Treffer waren es, glaube ich, oder? Zwei Treffer hast du gelandet. Sieht man das? Ich glaube, ich bin gerade gestorben. Stabil, gut. Aber nicht schlecht, oder? War sehr gut. Nicht schlecht, Jungs. Aber ich musste halt aufpassen, dass ich jetzt hier nicht die ganzen Leute in den Bürger. Die eine Oma ist schon fast umgefallen. Die alte Oma zeigt mich, glaube ich, auch gleich wegen Körperverletzung an, weil ich habe, glaube ich, ihre Schulter gestritten. Na, zeig jetzt deine Rolex. Boah, Junge. Morgen geht's in Urlaub. Ja, Mann, Bro. Danke. Viel Spaß im Urlaub. Danke, Bro. Nach Urlaub machen wir Runde 2. Drei Leute haben wir bis jetzt gefunden, glaube ich. Ne? Drei Leute waren das. Ja, drei Jungs. Mir wäre es am liebsten, wenn wir jetzt auch mal irgendwie vielleicht ein Mädel finden, die da mitmacht. Aber es ist irgendwie echt schwer. Die haben gerade alle Angst. Und ganz ehrlich, ich bin eigentlich gerade auch froh, dass ich ein bisschen Pause habe. Meine Luft ist echt weg. Ist gar nicht so leicht. Im Ring ist es einfacher. Man hat mal mehr Platz zum Ausweichen. Und muss sich nicht so viel Gedanken um die anderen Leute machen. Hier muss ich aufpassen, dass ich nicht aus Versehen jemanden schlage. Okay, Jungs, wir suchen weiter. Bis gleich. Freunde, wir laufen mittlerweile jetzt schon seit einer halben Stunde auf und ab. Und keiner hat Bock mitzumachen. Ich weiß auch nicht wieso. Wir haben schon echt ein paar Leute gefragt gerade. Und irgendwie jeder hat eine Ausrede. Ja, er muss jetzt irgendwie Popcorn essen gehen oder sowas. Oder muss irgendwie seinen Laden aufsperren. Oder keine Ahnung, Mann. Seine Oma abholen. Irgendwie hat keiner Bock. Da hinten sind die Jungs, die gerade mitgemacht haben. Die quatsche ich jetzt aber nicht nochmal an. Ja, vergeblich weiter auf der Suche nach Gegnern. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Freunde, wir haben endlich wieder jemanden gefunden. Ja, nach einer Stunde Suchen haben wir jetzt endlich jemanden gefunden. Wie ist dein Name? Sido. Sido? Ja. Sido, wie der Rapper Sido? Nein, Sito. Sito? Ja, mit T. Ah, mit T, okay. Okay, hast du schon mal geboxt oder so? Nein. Okay, zum Glück für mich. Vielleicht kriege ich jetzt weniger aufs Maul. Pass auf, mach mir gleich hier ist genug Platz. Er macht gleich die Zeit, 30 Sekunden. Ja. Und ich versuche auszuweichen. Bist du bereit, ja. Sito? Jawohl, los geht's, komm. Komm drauf, links, rechts, komm. Nein. Bist du. Komm, weiter. Oh, ein Treffer. Ein Treffer. Und Zeit ist aus. Vorbei. Stopp. Sehr gut. Stabil gemacht, danke. Sehr gut gemacht. Sehr gut. Ja, aber ich auch. Alle drei, komm. Jetzt wollen alle auf einmal, Digga. Jetzt kriege ich gar keine Pause mehr. Okay, habt ihr schon mal geboxt, Jungs? Hast du schon mal geboxt? Ja, der hat, glaube ich, schon mal geboxt. Der sieht mich schon so böse an. Der hat schon mal geboxt. Die Jungs haben vorhin auch mitgemacht. Okay, bist du bereit? Wie ist dein Name? Mein Name ist Alan. Alan? Ja. Okay. Seid ihr bereit? 3, 2, 1, los! Okay, komm. Komm, links, rechts. Komm, die Zeit läuft. Wir werden.
Ist schon vorbei, ist schon vorbei, ist schon vorbei. Okay, vorbei. Müde, Leute. Ey, mach einen Tischkläger und das ist, glaub mir, das ist anstrengender. Das ist gerade schwieriger, als man denkt. Okay, und der letzte Kandidat, wie heißt du? Josef. Mein Josef. Name ist Josef. Josef oder Yusuf? Josef. Okay. Gut, oder? Du bist gut. Sehr gut gemacht, sehr gut. Okay, wie geht's dir? Mir geht's gut, bestens. Wollen wir den Timer erhöhen ein bisschen? Nein, 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 bleib bei 30 Sekunden. Hab in letzter Zeit zu viel gegessen, wenig Kondition trainiert. Okay, hast du schon mal geboxt? Josef? Ja, der hat schon geboxt. Schau mal. Der hat schon geboxt. Der will mich jetzt hier richtig verprügeln. Deswegen hat er sich freiwillig gemeldet. Okay, warten wir mal kurz auf die Familie, bis sie vorbeigelaufen ist. Okay, seid ihr bereit? Eins, zwei, drei, los! Aber langsam, Mann! Komm, komm, komm! Pass auf, hinter dir! Komm, Zeit läuft, 10 Sekunden, komm! Komm, weiter, weiter! Sehr gut! Und um. Noch ein bisschen, der ist gut. Gut. Komm, komm, komm. Komm, letzte 10 Sekunden, komm noch. Reicht? Okay. Stabil, gut gemacht. Ja? Man sieht, alleine an der Beinarbeit und wie er sich bewegt hat, dass der Junge schon mal was gemacht hat. Seht ihr? Boxer erkennen andere Kampfsportler, ja? Wir wissen, wer was macht oder wer nicht. Sehr gut gemacht. Danke, mein Freund. Gut, ja. Bester Mann. Ja, ich auch. Auf YouTube. Ring Life. Ah, ich schwör. Ja. So, Freunde. Während die suchen, machen wir mal Abschluss, würde ich sagen. Bleib mal ein bisschen weiter weg. Ich bin zu hässlich für eine Aufnahme. Ja, ein paar Leute haben wir gefunden jetzt tatsächlich. Zum Glück haben die drei noch mitgemacht, sonst hätten wir uns noch ein paar Stunden einen abgesucht. Wie ihr sehen könnt, man schafft schon das meiste auszuweichen, wenn man gute Kopfbewegung und Beinarbeit hat. Ein paar Treffer kommen natürlich immer durch. Eine Sache noch, irgendwie finde ich es persönlich schwerer, Schlägen von Leuten auszuweichen, die noch nie geboxt haben, weil die sehr komisch schlagen. Wenn jemand geboxt hat, siehst du die Schläge einfach ein bisschen besser im Rhythmus. Ja, ansonsten, nächstes Video, dann demnächst mache ich in Nürnberg. Ja, dann komme ich in Nürnberg, schau mal, was Nürnberg drauf hat. Okay, in dem Sinne, Freunde, nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch drücken, abonnieren, Video teilen mit euren Freunden, kommentieren, dies, das. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Tschüss.